Dimitri Rostovtsev, ist das Vietnam, was ist das? Kirgisistan, 2-9, starker Spieler, mein erster richtig starker heute. Und den putzen wir jetzt weg hier, den Eddie. Boah, was ist das hier für ein Leck? So, dann gemacht D5. D5 ist der beste. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Wie geht das nochmal alles? H5, ne, ist die Idee. Hier Springer G4. B4 ist ja erstmal verhindert. Auf F3 kommt Springer E. Der. Und trotzdem den. Kann ich A4 machen? Springer A4, Läufer A4, Dame. Springer C5, B4, nimm, nimm, Springer A4. Ja, ich glaube, der geht einfach. Bevor ich mir den springe. Ich hätte auch F5 spielen können zuerst, weil F4 drohte. Es droht. Ich kann F5 zuerst spielen, ne? Warte mal. Dame C1, F5, nimm, nimm. Droht immer noch F4. Läufer H5, ne? Was mache ich denn? Ja, jetzt kann ich Läufer, jetzt muss ich Läufer D7 zurück. Und jetzt habe ich die Idee, Läufer F6, Läufer hier hin. Er greift den an, ne? Jetzt habe ich aber Läufer B5 hier. Oder? Ich glaube ja. Fesseln. So hin und her. Geschissel. Er deckt den Läufer. Nehme ich. Mach den hier. Türme verbinden. Ja, sein Läufer auf C4 ist nicht besonders stark. Er wird da nicht nehmen. CD6, CD6. Was ist der Plan hier? Mein Plan ist B5. Okay. Kann er spielen, leider. Kann ich mal mit B6 stoppen eigentlich? Weil er nicht nehmen kann, ne? Er kann Turm A6 spielen. Naja. I know. Ist Turm C8 eine Idee? Oder FE4? Ich nehme es mal da. Okay, wir decken den mal. Er kann nicht nehmen, weil der ist gefesselt hier. Sein Läufer ist eigentlich beschissen, der Weißfeldrige. Ich muss den gleich tauschen und dann Dame G5 machen oder so. Okay, das ist klar. Und jetzt Dame G5, ne? Gegenspiel kreieren. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das Gegenspiel ist letztendlich, weil sein Turm ist viel aktiver als meiner. Okay, vielleicht tauscht er die Damen nicht, aber was soll er machen? Dame C3 vielleicht. Dann habe ich Springer F6, Dame C7. Turm F. Er nimmt H4. Jetzt hat er den leider. Oder den, ne? Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Erstmal den hier, die siebte Reihe abdecken. Kriege ich jetzt Gegenspiel hier?
Scheiße, wieso lässt das Schach zu? Ist ja matt. Ich dachte, ich könnte Turm G8 spielen. Oh nein, ey. War eine spannende Partie. Ich glaube, die war lange relativ. Ja, der Engine gefällt das immer besser für Weiß, aber das ist. Springer G5 hier. Ich habe hier ordentlich Gegenspiel. Interessant ist, dass die Engine F4 sagt. So. Und jetzt den hier. Ja, ist noch besser, ne? Dann ist echt ausgeglichen die Stellung. Na gut, ich habe den gemacht. Jetzt steht da wieder besser. B6 ist nicht so toll. Ich hatte aber Angst vor B6. Ja. Stellung war okay hier. B6 ist wohl nicht so gut. Aber das ist wieder ausgeglichen hier. Dame G5 ist natürlich sehr verpflichtend, ne? König G7, Dame auf dem Brett lassen geht auch. H3 ist ein Fehler, ey. Das ist erstaunlich, dass H4 ein Fehler ist. Das sieht auf den ersten Blick normal aus, aber gibt das Feld später ab, ne? Turm B7 ist ausgeglichen. Ja, das ist total. Boah, ey, das ist sogar. Meine Güte. G5 sofort ist gut für mich. B6, G4, ne? G4 sofort wäre es gewesen. Nicht Turm B2. Ja, wegen Läufer E2, ne? Jetzt hätte er den Bauern auf. Scheiße. Schade. Naja, das ist vorbei jetzt. Hier bin ich matt. Aber gut gekämpft.